Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Murdered Soul Suspect. Ja, wir sind hier mit Ronan unterwegs und eigentlich sollten wir hoch in den dritten Stock in die Wohnung, wo unser Mord passiert ist. Aber wir sind auf ein Mädchen im Waschraum getroffen, die umgebracht wurde und nicht weiß, wie, was, wo und von wem. Wir haben alle fünf Hinweise, habe ich gerade gesehen, und werden deshalb jetzt eine Antwort finden. Wo ist die Leiche des Mädchens? Geheimnisse der alten Frau. Scheint, als habe der alte Mann etwas mit dem Mord des Mädchens zu tun, aber warum den ganzen Weg bis zum Smithwick-Steinbruch fahren? Das ist, denke ich, der wichtigste Hinweis, nämlich wo wir die Leiche finden. Brauche ich noch mehr? Das vielleicht noch? Nee, der nicht. Ich muss die Reihenfolge der... Ah, okay. Ich muss die Reihenfolge... das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay. Was? Okay, das Geheimnis der alten Frau, das Geheimnis des alten Mannes. Und... das? Ah! Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Okay, ich brauchte erstmal einen Moment, um da durchzusteigen. Das Mädchen wurde vom Ehepaar aus Apartment 1a ermordet, nur wegen ihrer lauten Partys. Sie haben ihre Leiche im Smithwick-Steinbruch abgeladen. Okay, also da dann die Reihenfolge, was wie in welche Geschichte passt. Aber da muss man erstmal durchsteigen. Halleluja. Okay. Aber wir können ihr zumindest sagen, wo sie ihre Leiche findet. So, Mäuschen, hier. Hör zu, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh. Warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals, danke. Gerne. Oh, jetzt kann sie über die Brücke oder ins Licht oder was auch immer. Das, was uns noch fehlt. Die fehlende Leiche. Trophäe erhalten. Sehr schön. Ja, wir können das ja leider noch nicht. Wir haben ja unseren eigenen Mord noch nicht aufgeklärt. Und deswegen gehen wir jetzt hier ins Treppenhaus. Oh, hier ist... noch ein Boiler. Sehr gut. Noch 4 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Also dies hier mit diesen Zeichen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber gut. Wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Na, da ist auch wieder so eins. Ich verstehe das nicht. Aber okay. So. Huch. Zurückgekommen. War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Okay. Ja, das ist hier a little bit crazy. So, hier waren die Treppen, ne? Genau, hier bin ich reingekommen. Okilidokili. Das ist so krass. Gucken wir mal, was in 2B so abgeht. Ich
bin ja von Natur aus neugierig, das wissen die, die meine Let's Plays verfolgen, schon deutlich. Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wahr nicht. Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Okay. Was sind das hier? Das sind so wie verschwommene Geister. Das ist irgendwie crazy. Okay. Also ich gucke mich auf jeden Fall um, weil könnte ja sein, dass wir hier irgendwie diese Geisterobjekte finden. Nee, hier komme ich nicht raus. Okay. Mama. Okay. Mein Bart scheint hier nichts zu sein. Da hinten habe ich auf jeden Fall aber gerade schon wieder einen Geist stehen sehen. Der sieht schon wieder so aus, als bräuchte er Hilfe. Nee, doch nicht. Warum stehst du in einem Schrank? Wie endet ein Monster wie du im Schrank eines Kindes? Ihr Papi hat die falschen Leute verärgert. Ich wurde geschickt, um die Dinge zu beschleunigen. Es war ganz leicht. Ich schnapp mir das Mädchen, drohe ihm, sammle das Geld ein und lass sie gehen. Was ist schiefgelaufen? Ihr Papi wollte ein Held sein und kam mir in die Quere. Hat wohl geklappt. Hat ihn das Leben gekostet, nichts weiter. Wenn du ihn umgebracht hast, warum bist du dann tot? Die Leute, für die ich gearbeitet habe, gewähren keine zweiten Chancen. Aber es sieht so aus, als bekäme ich trotzdem eine. Ich muss nur warten. Der Tod holt uns alle. Kleine Mädchen sind keine Ausnahme. Okay. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Okay, krass. Das ist ja ein bisschen creepy. Du kannst auch das arme Kind hier nicht ärgern. Guck mal, das ist unter der Decke. Das ist voll gemein. Okay. Gut, hier scheint nichts weiter zu sein. Dann gehen wir mal wieder raus. Hier sind schon wieder diese komischen Zeichnungen. Und gehen mal ins nächste Apartment. Ach, ich liebe das gerade. Oh, da. Okay, noch drei mehr. Ich Kumpel, daran solltest du denken, wenn du dir deine traurige Bilanz anguckst. Nun, es gibt immer ein gewisses Zufall. Vielleicht bringst du uns ein paar Tricks bei. Dann könnte ich euch ja nicht mehr euer Geld abnehmen, Großer. Okay, zieht die Hosen stramm, Gentlemen, und wirf ein paar Chips in die Mitte, Nate. Ich will sie gewinnen lassen, aber das wird sie sowieso. Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Ja, das weiß man nie, außer man fragt. Arme Kerl. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Himmel, diese Jungs sind leicht auszunehmen. Du kleines Miststück. Cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Ja, ja. Ein paar gute Karten könnten nicht schaden. Ach, das ist so lustig. Auch einfach nur mal so ein bisschen hier... Schach spielt sie auch? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Einfach mal so ein bisschen hier in die Menschen so... Huch, jetzt ist er wieder weg. Einfach mal so reingucken, was die sich hier so denken. Wie kann er denn jetzt einfach weg sein? Okay. Wo komme ich raus, wenn ich jetzt hier durchgehe? Ah, auf dem Flur. Okay. Das war das Apartment. Check. Was ist hier? Ah, das ist im Kinderzimmer. Okay. Also man muss sich so ein bisschen orientieren hier. Das ist gar nicht so einfach. Ach, von da hinten komme ich. Hier geht's weiter. Okay. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße. Upsi. Wow. Dämonen. Wenn Dämonen dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Drücke X, um fortzufahren. Dämonen entkommen. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Okay, R2. Verstecken.
Von Versteck zu Versteck. Du kannst dich zwischen Objekten zum Verstecken hin und her bewegen, um Dämonen auszuweichen. Okay. Dem Dämon entwischen. Ein Geist kann, ohne dass es Dämonen merken. Dämonen entkommen. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden können, geben sie die Suche auf und verschwinden. Okay. Sich Dämonen nähern. Halte R1 gedrückt, um Dämonen durch Wände zu sehen. Nähere dich einem Dämon stets vorsichtig. Da hinten ist er. Okay. Poltergeist? Wie gut. Okay. Er ist spät. Oh, sammeln. Recht und Unrecht sind beide blind. Geisterhafte Bilder. Okay. Wo haben wir die denn jetzt? Galgen. Recht und Unrecht sind beide blind. Kann ich die hier auch enthüllen? Das muss man ja erst einmal sagen und sie sammeln. Aber das ist das, wo sie sagte, die sind nicht für mich, ne? Okay, da späht der Dämon. Kann ich einfach durch diese Wohnung hier durch? So, jetzt wäre ja die Frage, ob ich hier... Aber oh, da kann ich nicht durch. Das ist doch kacke. Kann ich hier lustige... Ich kann aber weiter nicht... Ah, nee, wie soll ich denn jetzt an dem vorbeikommen? Ein Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R2, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Okay, halte R2 zum Vernichten. Oh, Exorzist. Ja, okay. Das war ja nett. So, das Gute ist erstmal keiner. Das muss man ja auch erstmal rauskriegen. Ich hätte mich jetzt nicht getraut, an ihn ranzugehen, aber gut. Kann ich hier... Ah, das mit diesen Wänden, das muss man auch erstmal rauskriegen, wenn du jetzt hier irgendwas aufsammeln kannst. Okay, da sind Dämonen. Okay. Kann ich da rein? Hier ist gerade kein Dämon. Das ist schon mal gut. Da komme ich nicht weiter. Jetzt will ich erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Also, dass man diesen Dämon ist, a little bit crazy. Er ist da draußen. Oh, hallo. Hey. Du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon. Danke. Ja, ja. Passt schon. Hat mir gefallen. Okay. Da ist auf jeden Fall noch was, was wir aufdecken können. Sehr gut. Noch zwei. Keine Ahnung. Eine Party vielleicht? Tja, wir könnten nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Ich meine, schätze, das ist eine Idee. Was, wie machen wir das, rein logistisch? Sollen wir dein Auto nehmen? Das Benzin und alles. Klingt stressig, Alter. Fast zu stressig. Und so teuer, wie das Benzin gerade ist? Ja, der helle Wahnsinn. Hier rumhängt, verbraucht kein Benzin. Guter Einfluss. Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Wäre es ja Arbeit. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Weil drinnen keine passieren. Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Okay. Gut, so, der Dämon chillt hier draußen rum. Das heißt, wir gehen vielleicht doch lieber hinten rum. Oh. Verpiesel dich, Dämon.
Ja, wir gehen erstmal kurz hier rein. So, Information. Lillian und Lillian. Wenn Ronan Lillian sagt, weiß ich nie, ob er von seiner Mutter oder seiner Waffe spricht. Das Ganze wird noch dadurch verkompliziert, dass die Waffe ein Geschenk seiner Mutter war und er sie nach ihr benannte. Normale Paare haben solche Probleme nicht. Süß. Julias Gedanken. Schön. So, jetzt gucken wir uns hier in der Wohnung nochmal um und dann machen wir uns mal einen Plan, wie wir das mit den Dämonen angehen. Da müssen wir uns definitiv mal irgendwie einen Plan stricken. Dein Ernst? Warum hast du es getan? Scheiße. Warum hast du das getan, Kleiner? Die Stimmen. Diese verfluchten Stimmen. Ich hatte Angst und war allein. Ich wollte bloß, dass sie aufhören. Warum hast du niemanden um Hilfe gebeten? Einen Arzt oder einen Freund oder so? Niemand hat zugehört. Niemand hat mich ernst genommen. Nur so konnte ich sie zum Schweigen bringen. Da war so viel Lärm. Aber jetzt ist es still. Endlich still. Tut mir leid, so hätte es nicht enden dürfen. Oh, Sünde. Oh. Stopp. Wenn der Tod kommt, kommt er nicht allein. Okay, Särge. Krass, krass gruselig. Okay, da kann ich nichts belauschen. Kann ich bei dir irgendwie... Nö, auch nicht. Okay. Hätte ja sein können. So. Ich beobachte die mal kurz. Der dreht sich jetzt um. Der auch. Das wäre halt die Idee, dass wir uns da von hinten anschleichen. Und den... Das war so nicht der Plan. Er hat mich gehört. Tschüss. Geh weg. Danke. Oh Gott. Okay, das war also nicht so schlau. Ich muss mich da von hinten anschleichen. Ich weiß halt aber noch nicht wie. Das Problem ist, ich habe halt Angst, dass die... Oh! Mann! Ihr verarscht mich doch! Blöder Dämon, verpiesel dich! Okay. Geh weg. Wie mache ich das jetzt am besten? Das anschleichen? Okay, also ich muss in diesem... Oh Mann, ich hätte es fast geschafft. Au. Geh mir nicht auf den Keks. Geh weg. Oh Mann, ey. Kann nicht sein, dass ich jetzt so ewig mit diesen Dämonen zu tun habe. Verpiesel dich. Okay, ich hätte es fast geschafft. Mach ich doch so rum. Oh Mann, oh, wieso kriegt er mich denn so schnell? Das ist auch so ein ganz kurzer Moment, wo du dich dir nur anschleichen kannst, ne? Das ist so fies. Boah, verpiesel dich jetzt. Tschüss. Geh. Geh, du blöder Dämon. Geh weg! Geh weg! Wie konntest du mich denn finden? Du Bleppo! Ich glaube, er hasst mich jetzt. Tschüss.
Tschüss. Geh weg. Na, Gott sei Dank. Verschwinde. Verschwinde! Der ist richtig aggro auf mich. Okay, er sucht die Verstecke ab. Das heißt, ich muss dann verschwinden, bevor er sich mein Versteck anguckt. Okay. Okay, einer ist schon mal weniger. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch um den anderen kümmern. Den versuche ich gleich. Okay. Oh nein. Upsi. Oh, 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 oh. Autschi. Autschi. Verdammt, das war jetzt dumm. Komm nicht hierher. Tschüss. Tschüss. Geh. Geh, geh. Danke. Okay. Also, ich habe es einfach nur verkackt. Das ist aber... okay. Gut. Das müssen wir jetzt noch schaffen hier in diesem Part, Leute. Oh, oh. Er hat mich schon wieder. Er hat mich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Das ist, die sind halt aber auch echt fies. Muss ich sagen. Geh weg. Komm nicht zu mir. Geh woanders hin. Tschüss. Okay. So. Nehmen das jetzt nochmal. Okay. Das war hart. Aber wir haben es geschafft, Leute. Okay, ihr Lieben. Wir haben die Dämonen besiegt. Das hat eine Weile gedauert. Und bevor wir uns jetzt in den dritten Stock aufmachen, werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Und helft mir weiter, den Geistern zu helfen, unseren eigenen Mord aufzuklären. Und mal gucken, was das Spiel noch so für uns bereithält. Bis dahin. Tschüss.